Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wollen wir zu Beginn dieses neuen Tages, wie immer eigentlich, die Gottesmutter grüßen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, heilige Gottesmutter, auf dass wir würdig werden der Verheißung an Christi. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gib allen unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen im Frieden. Amen. Wollen wir die Einleitungsgebete zum Rosenkranz beten für unseren Heiligen Vater in seiner Meinung und für seine Person. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ein Spitzensportler kämpft, opfert, erträgt endlose Trainingsstunden, endlos lange Trainingsstunden, um das zu erreichen, was nur sehr wenige erreichen, nämlich eine olympische Goldmedaille oder Bronze, reicht auch. Die Ehe ist jene Schule der sich selbst verschenkenden Liebe, in der du und deine Frau durch so manch ertragene Mühe, aufgeopfertes Leiden und vor allem viel Ausdauer das erreichst, was nur wenige erreichen, die Erfahrung der ewigen Liebe Gottes und das sogar schon auf Erden. Ein Spitzensportler und vielleicht ja auch du, wir sind ja genau gleich eigentlich. Wir kämpfen, kämpfen, kämpfen. Aber eigentlich im Prinzip um das Falsche. Und wenn wir jetzt hier sind, dann wollen wir irgendwie so wie einen Richtungswechsel vornehmen. Wir wollen nämlich um diese selbstverschenkende Liebe kämpfen. Und das ist einfach tödlich. So sagt es Jesus. Wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und so wollen wir dieses erste Gesetzchen jetzt beten. So zum Dank für unsere, für deine Frau. Und Devin schreibt es da auch. Du und deine Frau, ihr seid nur begrenzt fähig, allein Gott in seinem dreifaltigen Wesen abzubilden. Der Mensch wird nicht im Moment der Einsamkeit zum Ebenbild Gottes. Das kennen wir ja alle auch so, gell? Diese Einsamkeit sogar in der Ehe. In der Einsamkeit, sondern im Moment der Gemeinschaft, der Vereinigung. Und so wollen wir jetzt einfach in diesem ersten Gesetzchen Gott danken, dass deine Frau eben keine Rivalin ist von dir, kein Feindobjekt, keine Gegnerin, keine Gegenspielerin im olympischen Wettkampf, sondern dass sie deine Gefährtin ist, deine Partnerin, deine Mitkämpferin. Und wenn sie jetzt vielleicht noch schläft, dann hätte ich ihr gesagt, dann küss sie wach, dann weck sie auf und dank ihr wirklich. Sie ist nicht deine Rivalin oder dein Problem.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der den heiligen Josef zum Bräutigam erwählt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Der Mensch wird gerade nicht im Moment der Einsamkeit zum Ebenbild Gottes. Das war ja dieser ursprüngliche Plan von Gott, dass er uns als sein Ebenbild geschaffen hat. Der Mensch wird gerade nicht im Moment der Einsamkeit zum Ebenbild Gottes, sondern im Moment der Gemeinschaft, der Vereinigung, der Umarmung,
wenn man sich sozusagen das Händle hält, im Miteinander. Und das sagte der heilige Johannes Paul. Und ich kann das so oft sehen bei Hochzeiten, wie wenig Menschen fähig sind, die Hand des anderen zu heben. Wie wenig Menschen fähig sind oder wie sehr sie verletzt sind. Das kann ich bei Hochzeiten wunderbar sehen. Und trotzdem spüren Sie in diesen Momenten eigentlich denn, wie schön es wäre, den anderen sozusagen zu spüren. Den anderen bei, ja, das ist das schönere Wort, den anderen bei sich zu haben. Bei sich zu haben. Aber eben, er oder sie hat mich am Morgen halt schon wieder geärgert. Und so wollen wir jetzt beten. Für diese Einheit und gegen diese Einsamkeit. Und jeder hockt dann halt so in seinem Büro drin. Er hat ein Büro, sie hat ein Büro, vorne dran mit so einem Zahlencode, dass nur er oder sie hineinkommt. Das ist jetzt natürlich voll übertrieben gesagt. Aber jeder lebt dann so in seiner Einsamkeit. Und Gott hätte es eigentlich ganz anders gewollt. Und das ist das, was wir lernen dürfen. Nämlich seine Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiliger Geist, abzubilden in dieser Welt. Und deswegen versucht Satan, die Ehe und die Familie zu zerstören. Deswegen. Weil ihr als Eheleute Abbild Gottes seid. Und dann hat Devin geschrieben, das ist eine großartige Berufung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du den heiligen Josef als deinen Nährvater geliebt hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in alle Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde, lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Gott wollte Menschen schaffen, die in der Lage wären, sein Geheimnis, sein unsichtbares Wesen der Welt zu offenbaren. Und das wirft die Frage auf, was ist denn dieses Geheimnis? Was ist denn das Wesen Gottes? Gott hat sich als ein Gott in drei Personen offenbart, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und zwischen diesen drei Personen, die sich gegenseitig immer so hingeben, gibt es ein Gespräch der Liebe. Und Gott möchte sein Wesen eben in den Menschen abbilden. Und dieses ist dann die Ehe. Und aus diesem Gespräch, aus dieser Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist erwachsen dann Leben, Liebe, Freude, Glück, Herrlichkeit, Begeisterung, Macht, Schönheit, Kreativität und Ekstase. Und das genau auch bei dir. Jetzt denkst du vielleicht, aber da bin ich ja weit davon entfernt. Oder ich empfinde es ja ganz anders. Und es wäre total normal,
Ich empfinde das genau überall das Gegenteil. Oder halt nicht so. Mit schönen Worten. Schönheit, Macht, Begeisterung, Kreativität. Aber wir sind doch auf diesem Weg dazu, dass wir das in unserer Ehe, in unserer Familie doch auch wollen. Diese Liebe Gottes, diese Erfahrung der Liebe Gottes. Und vielleicht müssen wir dann einfach auch so manche Vorstellung ändern. Eben, was ist eigentlich Liebe? Was ist eigentlich Liebe? Kinder beziehen es immer, und das kann man nachlesen, Kinder beziehen es immer die Liebe der Mutter zum Vater. Liebe ist, sagen die Kinder, wenn die Mama und Papa das schönste Stückchen Fleisch gibt. Liebe ist, wenn die Mama, so sagen es Kinder. Und eine Frau sagte ja einmal, für mich ist das schönste Wort, wenn unser Kind nachts schreit und mein Mann zu mir sagt, bleib liegen, ich stehe auf. Eben bei einem Kind geht es ja vielleicht noch so. 2, 3 wird die Herausforderung, 4, 5, 7 wird die Herausforderung immer größer. Da wird der Kampf auch größer, vielleicht auch der Frust, der Ärger. Und deswegen sind wir auch hier, um bei dir, Jesus, lernen zu lieben. Wollen wir dieses Gesetzchen jetzt noch beten? Dass wir so den Mut haben. Aus unserer Opferrolle auszusteigen. Dass wir so den Mut haben. Uns hinzugeben. Dass wir so den Mut haben, uns nicht immer zu rechtfertigen, aber ich bin doch auch beim Schafe. Weil deine Frau, wenn sie zu Hause sitzt, wird jetzt nicht den ganzen Tag bloß Kaffee trinken mit Freundinnen. Wollen wir so dieses Gesetzchen jetzt beten? Dass wir den Mut bekommen, ein Geschenk zu werden für sie. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute. Erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßt seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Himmel. Fang's auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jede, die an Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde, lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen. Vor Verfall, Unheil und Krieg möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. So wollen wir uns jetzt noch dem heiligen Josef weihen. Uns und unsere Familien, die Erneuerung der Kirche und der Gesellschaft, der ganzen Welt. Voll Dankbarkeit und Vertrauen weihen und vertrauen wir uns dir an, heiliger Josef. Erweise uns deine Nähe und sei du Fürsprecher für unsere Berufung als Vater, Ehemann und Mann. Wir möchten immer mehr ein Abbild von dir und dem himmlischen Vater werden, um so den Weg der selbstlosen und demütigen Liebe voller Klarheit gehen zu können. Schenke du uns deine Tugenden und lass uns erkennen, was der Wille Gottes ist. Du hast vollkommen auf den himmlischen Vater vertraut und dich seinem Willen ergeben. Mögest du uns diese Tugend der Treue und des Vertrauens vermitteln,
um so im Alltag zusammen mit der Liebe Gottes zu wirken. Mit selbstloser Hingabe an den göttlichen Willen vertrauen wir dir unsere Herzen an. Du sollst allzeit unser Beschützer und Führer sein auf dem Weg des Heils. Erflehe uns eine große Reinheit des Herzens und forme uns zu heiligen Männern. Heiliger Josef, der du mein geistiger Vater bist, schaue voll Liebe auf uns herab. Lehre mich so wie du, für Jesus und Maria zu leben. Erlange mir ein beständiges Wachsen in der Liebe. Erlange mir die Offenheit des Geistes, die dich ziert. Und führe mich an deiner Hand zum größten Tag meines Lebens, meines Eintritts in den Himmel. Heiliger Josef, bitte für uns. Amen. Vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Jesus Christus in Ewigkeit.